So, guten Morgen, meine Freunde. Ein neuer Tag, ein neuer Shop. Erstmal danke für jetzt 344 Abonnenten. Ihr seht hier unten sind jetzt schon 8 Zahlen da. Die 9. Zahl kommt, wenn wir die 350 Abonnenten erreicht haben. Also, wer noch nicht abonniert hat, gerne jetzt ein Abo da lassen. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt schon rein in den Shop. Weil ich habe schon gesehen, es gibt vieles Neues, Schönes. Also, gehen wir mal direkt rein. Ab zu Steinherz. Ist halt die weibliche Form von diesem Liebesboten, würde ich jetzt mal behaupten, weil ich glaube, davon gibt es nämlich keine weibliche Variante. Aber der sieht natürlich nice aus, der Skin, weil ich glaube, diesen Gesichtszug hatten wir noch überhaupt nicht. Die Augen sind natürlich auch crazy. So, natürlich die passenden Flügel dazu. Also der Skin ist echt nicht schlecht. So, dazu natürlich die passende Spitzhacke. Da müsst ihr halt echt mal zeigen, wie das aussieht in-game. Weil die immer so darzustellen, ist alles schön und gut, aber man sieht halt nicht, wie sieht es in-game aus. Also würde ich halt schon ein bisschen mehr feiern am Shop, auch für die selber. Aber natürlich, Werkzeugeffekt ganz normal. Dann haben wir wieder ein ganzes Set zusammen. Oh. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Spaltlicht. Dann haben wir den Flederkleider. Ah ja. Eine Flederbaus. So, dann haben wir noch die strahlende Axt. Ich bin immer so ein bisschen von den Tönen enttäuscht. Ich weiß nicht warum. So, dann haben wir noch Nachtglanz. Ja, so ist jetzt gen okay, aber die andere Variante. Naja. So ist okay. Da sollen halt leuchtende Tätowierungen sein, von daher alles easy. So, der passende Rucksack dazu. Aber ganz ehrlich, jetzt geht ein Haupt mich jetzt nicht so um. Ist halt so ein 0815 Skin in meinen Augen. So, dazu noch die männliche Variante. Die männliche Variante geht eigentlich, aber so einen ähnlichen Skin hatten wir, glaube ich, mal in Season 8 oder so. So, natürlich der passende Rucksack auch da dazu, aber für 15 Euro, naja, ich weiß es nicht. So, dann haben wir noch Schlürf. Die Tarnung. Ja, vorne halt Schlürfen ist hinten ganz normal. Ja, sind halt wieder die Effekte. Ich finde inzwischen, weiß ich, die Effekte bringen in meinen Augen nichts. Lieber eine schöne Standardtarnung anstatt hier diese Effekte. Das Board sieht aus, als hätte einer draufge. So, dann haben wir Schmetterlein. Das genau schon noch nie gesehen. Bisschen chinesisches Gesicht. Hä? Boah, ist halt auch mal was anderes. So ein bisschen halt in die Fantasy-Richtung ist aber auch nicht verkehrt. Weil ich sag mal so, Fortnite muss natürlich auch hingehen und muss jedes Spektrum ein bisschen abnehmen. Weil du bist ja so ein bisschen Comic, bisschen verspielt, bisschen für Kinder, bisschen für Erwachsene, Science Fiction, Action, Horror. Also sie machen es eigentlich schon gut. So, dann haben wir noch das Emote. Ah ja. Läuft bei dir. Dann wie eine Statue. Bleibt doch so stehen. Wir hatten ja mal die Vogelscheuche. So, dann haben wir noch Elektrolaune. Das ist recht fresh. Der Tanz ist recht cool. So, dann gehen wir gerade mal noch mal hinten in den Shop. Da haben wir den S100. Aber ganz ehrlich,
Wenn man V-Bucks kaufen will, dann kann man das natürlich machen, aber im Prinzip kommt es auf selber raus. Hast halt nur einen Skin dabei, ja, aber musst trotzdem die Aufgaben dazu machen. Also in meinen Augen lohnt sich der nicht und so schön ist er auch nicht. Ich habe ihn jetzt schon in-game gesehen. Also haut mich auch nicht so vom Hocker. Dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop. Ich werde gleich noch schnell die Tagesaufgabe von gestern hochladen, weil das habe ich irgendwie wegen FIFA ein wenig außer Acht gelassen. Also in dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Und bis zum nächsten Mal.